Und weiter geht unser Abenteuer. Mama, es ist Nihlus. Tja, unser Spectre liegt tot darum. Wir holen uns erstmal das Medikit. Oh, ein toter Spectre. Dann gehen wir jetzt doch mal dahin. Ein Turianer? Sie kennen ihn? Er ist ein Spectre. Er war bei uns auf der Nord. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Fast hätte man die über den Haufen geschossen. Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Der andere? Wer ist der andere? Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Den Rücken? Ich dachte, ihr habt dicke Panzerung und Schilde und sowas. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment, Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Tja, Schlafmütze. Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Wow, du bist von dem Geräusch also aufgewacht. Das hast du ja vorher gar nichts mitbekommen, ne? Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist, scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Ja, das hat sich jetzt alles ein wenig verändert hier. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Versteck dich lieber wieder hinter deinen Kisten. Dann rück mal vor, mein Schäfchen. Oh. So nicht, mein Freund. Caden, was ist mit dir passiert? Oh, Feinde hier. Oh. Wo denn? Da. Caden. Ja, toll. Ach doch, Caden ist gerade wieder aufgestanden. Jetzt können wir natürlich was befehligen. Da ist Caden. Was hast du denn hier für Fähigkeiten? Werfen, genau. Yo. Was passiert denn, wenn wir da drauf schießen? Okay, da kommen wir gar nicht hin. Jetzt aber. Nein, doch nicht.
Okay, das bekommt ihr klein, nicht, kleiner Gerät, wa? Ach, jetzt hab ich schon eine Granate geworfen. Meine Güte, warum will ich eigentlich immer nachladen? Wieso geht die jetzt nicht hoch, wenn ich R drücke? Jetzt hab ich Angst. Scheint weg zu sein. Ein voraus. Den hat's zerlegt. Oh, Caden. Bitte mal schnell werfen hier. Ich krieg auch noch, auch wenn das ziemlich wackelt hier. Headshot. Der ging daneben. Wir müssen hier ein bisschen stiller halten. Trotzdem getroffen. Ah, ich glaube, wir rücken einfach vor. Weniger. Und noch einer weniger. Da haben wir ein kleines Medikit. Jo, sieht voll bequem aus, was du da machst. Geht's euch gut? Früher war es wunderschön hier. Früher mal, ja. Riecht nach Rauch und Tod. Wow. Den Zug hatte ich mir jetzt größer vorgestellt. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Saren, du bist hässlich. Oh, eine Bombe. Guten Tag. Schaffungskommandos hier. Die erste Bombe müssen wir, glaube ich, nicht weit verlaufen. Die Geht müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Die erste 5 Minuten haben wir für die 3 anderen jetzt noch. Wow, der schießt auf mich. Das ist keine Zeit für lange Feuergefechte. Haben noch was zu erledigen, glaube ich. Flankieren wir jetzt hier einfach mal ein bisschen. Wow! Warum willst du denn nicht umfallen, Mensch? Au, 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 au. Ach, ist jetzt runtergefallen oder wie? Da ist noch jemand. Machen wir denn noch Bömmchen hier? Da liegt noch eine. Die werden natürlich automatisch entschärft. Und hier die Türschlösser müssen wir alle selber machen. Nee, nee, nee. Ist da drüben noch eine? Ich weiß nicht, wo blinkt es denn? Blinkt es hier auf der Seite oder auf der Seite? Ich vermute mal, die wird hier unten irgendwo sein.
Schau mal kurz in die Kiste rein. Pistole und mittelschwere Rüstung. So, nicht mein Freund. Ein bisschen wenig Deckung hier. Oh. Ah, wo ist denn unser Kollege? Ist da jemand hinter? Da kommt jemand. Na, ist er weg. Okay. Ah, hier müssen wir jetzt wieder sehen. Ach, ja klar, es sind ja nur dicke Bomben hier, aber wir haben Zeit zum Dechiffrieren. Zeit läuft ja zum Glück nicht weiter. Zwei Sniper und eine Pistole. Bist du jetzt echt hier runtergefallen oder was ist mit dir los? So, hier da oben blinkt irgendwo was. Aber nicht hier. Bomben, wo seid ihr? Seid ihr echt noch da hinten auf der anderen Seite? Aber wir haben ja noch Zeit, um ein bisschen was durch die Gegend zu irren hier. Keine Feinde. Ah, okay, hier ist einer. Und die letzte soll irgendwo hier vorne liegen. Jawohl. Da war ja noch mehr als genug Zeit über. Was sagt ihr denn dazu? Jemand wird dafür büßen. Jo. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Ups, ich habe auf eine Bombe geschossen. Was ist denn eigentlich da unten passiert? Ist da das Mutterschiff gewesen? Sieht so nach Lavafeld aus oder so. Hier mit dem proteanischen Sender, hier war Saren. Normandy, der Sender ist sicher. Er bietet sofortige Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy, ich warte. Ja, geh lieber davon weg. Wohl irgendwie kaputt gemacht. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat.